Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, mein Name ist Kamal Afse. Heute haben wir ein Porsche Cayenne Coupé GTS gegen den Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Wir haben leider vergessen, den Ton anzumachen. Jetzt mache ich einfach so eine Reaction auf dieses Video. Was so genau passiert ist, erkläre ich so ein bisschen, wie ich so im Auto mich gefühlt habe nach dem Ergebnis, was ihr in Kürze sehen werdet. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Wie gesagt, 510 PS im Stelvio und 450 PS im Porsche. Da denkt man sich, okay, bei dem Porsche PS kann man da irgendwie so mithalten. Allerdings war das Ergebnis doch anders. Ich wünsche auf jeden Fall euch viel Spaß beim Video. So, gehen wir nochmal rein, was genau passiert ist. Beide starten eigentlich sehr, sehr gut. Hier sieht man das nochmal von oben, die Entfernung vom Porsche. Der Start ist zwar für den Porsche, allerdings kommt dann doch die Leistung vom Stelvio und der Abstand ist dann doch größer als gedacht, muss man sagen. So, zweite Mal Drag Race. Also Start ganz klar für den Porsche Cayenne, weil er auch mit Launch gestartet hat, der Stelvio. Da mussten wir so ein bisschen probieren, ein bisschen spielen mit Bremse und Gas. Und ja, wir schauen mal, wie es beim zweiten Anlauf war. So, jetzt geht's los. Ja, hier sieht man, er ist gar keine Leistung. Ach, das war sogar tatsächlich da, wo ich den Start vermasselt habe. Da habe ich tatsächlich auf manuell geschaltet, was eine sehr dumme Entscheidung war. Hier sieht man das nochmal und hier nochmal verschaltet. Da müsste man das auf jeden Fall nochmal wiederholen. Hier sieht man nochmal den Abstand. Ja, da sieht man das nochmal, die Verschaltung. Jetzt habe ich hier nochmal wieder auf doch manuell gemacht tatsächlich, um einfach nochmal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil wir gesagt haben, wir machen das mal manuell. Auch der Besitzer gerade hat mir das empfohlen, meinte, es ist vielleicht doch ein bisschen besser, manuell zu starten. So, jetzt der dritte Anlauf. Hoffentlich klappt es hier. Oder es wird auf jeden Fall klappen. Gerade nochmal die Messuhr eingestellt für die Draggy Box. So, ich war bereit auf jeden Fall. Und los geht's. So, was ist genau passiert? Auch wieder der Porsche auf den ersten Metern. Schneller gewesen, hier nochmal von oben. Da sieht man das, den Abstand, ein Auto länger. Aber dann kommt der Stelvio einfach so übertrieben zurück, dass es unfassbar war. Also wirklich. Ja, ich war auf jeden Fall erstaunt. Das sieht man auch hier in der Reaktion. Das ist wirklich, also. Das ist so ein großer Abstand, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht oder hätten wir auch tatsächlich gar nicht gedacht. Wir waren alle verwundert, deswegen haben wir auch tatsächlich auf Rolly 50 verzichtet, weil wir gesagt haben, das macht absolut keinen Sinn. Die erste Meter durch die Launch von Schwall ist auf jeden Fall für den Porsche
Aber jetzt gerade so ab 100, 150 Meter kommt der Stelvio so überragend zurück, dass der Abstand am Ende so gewaltig ist, dass das für Rowley 50 dann doch, ja, nicht nötig war, nochmal da einen Vergleich zu ziehen. Das Rennen hat auf jeden Fall der Stelvio für sich entschieden. Mein Name ist Kamal Absolute, Leute. Ich hoffe, so ist es auch okay und bis bald. So, ich möchte nochmal ein Feedback zum Stelvio geben, weil ich das ehrlich gesagt habe in den Videos nicht so deutlich gemacht habe, wie gut der Wagen war. Also SUV, knapp 2 Tonnen, über 500 PS. Die Optik war unfassbar schön, ein wirklich richtig schöner Wagen. Der Sound war abnormal. Und ich wollte nochmal klarstellen, dass das ein wirklich ein brutal schöner und richtig guter SUV war. Von der Performance her, wie der auf der Straße lag, muss man echt sagen, war das ein richtig, richtig guter Wagen. Das muss ich nochmal klargestellt haben. Ja, und der Cayenne ist natürlich auch ein unfassbar schöner Wagen. Sah optisch brutal aus. Hat leider nicht mithalten können. Da ist wahrscheinlich der Turbo eher geeignet, aber der GTS, auch vom Klang her, war das wirklich sehr, sehr schön anzuhören. War etwas langsamer als dasselbe, aber nichtsdestotrotz zwei unfassbar schöne und wirklich sehr, sehr gute SUVs.